Ich heiße Felix Werner Wolfgang Drinkhut, habe die Nummer 11 und mein letzter Verein war Carl Zeiss Jena. Geboren bin ich in Hennstedt-Ulzburg, also auch hier in Schleswig-Holstein, und Karriere habe ich begonnen bei Norderstedt. Das war noch damals der erste FC Norderstedt, bin ich der Meinung. Und genau, gelandet hier beim VfB bin ich ja auch durch super Gespräche mit Sebastian und natürlich auch so der Heimatgedanke, dass ich halt einfach alles kombinieren konnte und auch mit den Ambitionen, die der Verein hatte. Gelernter Stürmer und bin auch irgendwie immer noch im offensiven Bereich und da eigentlich sehr flexibel. Spiel links, im Zentrum, offensiv, im Sturm oder auch rechts. Und persönlich am liebsten spiele ich auch rechtes Mittelfeld oder hängende Spitze, sowas. Boah, das ist, glaube ich, echt schwer auf ein Erlebnis irgendwie das zu reduzieren. Wenn ich das aber so machen müsste, dann glaube ich, wäre das die gewonnene Fußball-Schulweltmeisterschaft in Brasilien. Da sind wir damals, haben wir uns halt über den Hamburger Landespokal qualifiziert, hatten ja so eine Kooperationsschule und haben dann halt gegen, also uns erstmal deutschlandweit qualifiziert, sind dann für Deutschland in Brasilien angetreten und haben das dann da auch noch gewonnen und dann, ja, kann ich mich sozusagen auch Weltmeister nennen. Ich bin einer der wenigen, die in Hamburg sesshaft geworden sind. Dadurch, dass ich auch aus Hamburg komme, war das dann für mich so der Gedanke, dass ich sozusagen da auch wieder wohnen wollen würde. Und wir haben jetzt oder werden eine Fahrgemeinschaft haben mit Mats Facklam und Yannick Löden. Die kommen ja auch beide aus Hamburg und dann teilen wir uns die Strecke sozusagen. Ich wohne alleine, bin ledig und habe keine Kinder. Also natürlich, die meiste Zeit hier in Lübeck habe ich, glaube ich, verbracht, wenn ich gegen Lübeck gespielt habe. Dadurch kannte ich natürlich das Stadion schon. Travemünde auch natürlich, so häufig, wenn man dann mal einen freien Tag hatte oder so, dann ist man da in die Ostsee gefahren. Und mittlerweile auch die Innenstadt, so gerade wenn man irgendwie zweimal Training hat oder dann doch noch irgendwie Freizeit hat, dann geht man natürlich mit Freunden oder mit Mannschaftskollegen halt hier noch was essen. Ich kenne auch ein paar Jungs und habe auch ein paar Freunde hier in Lübeck, deswegen ist das ganz nett, dass man die dann sozusagen hier auch sieht und mit denen halt in der Altstadt oder generell in der Innenstadt essen gehen kann. Und was mir besonders gut gefallen hat, war die Bootstour, die wir am ersten Mannschaftsabend gemacht haben. Da hat man natürlich ja auch nochmal viel vom Wasser und von der Stadt gesehen und hatte nochmal eine andere Perspektive. So wie jeder auch, halt einmal den Monatsbeitrag und den Einstand als neuer Spieler. Und ich glaube, weil ich einmal einen Beinschuss bekommen habe und eine Doppelrunde hatte. Das ist aber noch okay gewesen. Also es hat, glaube ich, manche schlimmer getroffen als mich, sodass ich zumindest nicht würfeln musste. Und das müssen halt nur die drei, die am meisten in die Kasse zahlen mussten im Monat. Und davon bin ich zum Glück erspart gewesen. Natürlich viele auch vom Gegeneinanderspielen. Aber ich habe auch mit vielen schon zusammengespielt, also mit Mats Facklam, mit Flo Kirschke, mit Marius Hauptmann, mit Niklas Kastenhofer. Also so gerade die auch neu zum Verein gekommen sind, die kannte ich meistens irgendwie schon. Morten Rüdiger zum Beispiel auch noch. Mirko Boland war bei Braunschweig damals, als ich noch in der U23 war. Wie gesagt, man kennt viele Leute. Es waren natürlich auch ein paar neue dabei, die ich noch nicht kannte. Aber im Grunde genommen, glaube ich, haben wir ein super Klima in der Mannschaft und verstehen uns alle gut. So, dadurch, dass ich mit Mats eine Fahrgemeinschaft habe, ist natürlich die Connection zu Mats natürlich noch intensiver.